Mein Name ist Silvia Martinek. Ich bin die Leiterin der Heilerakademie Europa und mein Schwerpunkt ist Medialität und das Channeling. Ich bin ein Channel-Medium und du auch. Jeder Mensch von uns kann channeln. Leider ist es bei den meisten verschüttet gegangen, weil es vielfach einfach nicht gefördert wird in der Gesellschaft. Doch du kannst diese Fähigkeit wieder erlernen, wenn du möchtest. Channeling bedeutet das bewusste Verbinden mit den Wissensfeldern oder mit dem Wissensfeld. Das heißt, jeder Mensch, also jede Seele, jeder Gegenstand, jeder Planet, jedes Universum hat ein Wissensfeld. Und du kannst bewusst dich mit diesem Wissensfeld verbinden und dir die Informationen holen. Wichtig ist, dass du dieses Wissen ungefiltert weitergibst. Und das lernst du in diesem Seminar. Ich mache schon seit vielen Jahren Channeling-Seminare und ich habe eines davon aufgezeichnet mit drei Kameras. Das Channeling-Seminar geht über 3 Tage und es wurde wirklich alles aufgezeichnet. Es ist ein echtes Seminar mit echten Seminarteilnehmern. Und es besteht aus 13 Kapiteln, in denen du lernst, dich bewusst zu verbinden mit den Wissensfeldern und dieses auch ungefiltert weiterzugeben. Jeder kann es lernen und du auch. Du wirst dich sicherlich fragen, warum du so ein Channeling-Seminar machen sollst. Es hat viele, viele Vorteile. Zuerst ist es oft wichtig, du hast meistens 2 Stimmen in dir. Der Verstand, der hält dich oft vor vielen Entscheidungen, vor vielen Schritten, die du tun möchtest, ab, weil er etwas Neues nicht in dein Leben holen möchte. Und über die Verbindung mit deinem höheren Selbst kannst du immer Rückfrage halten, ob jetzt, wenn irgendeine Entscheidung ansteht, welchen Weg du vielleicht gehen könntest, der vielleicht anders wäre, weil der Verstand möchte dich immer in den gleichen Bahnen lenken, aber somit kannst du dich nicht weiterentwickeln. Und ich benutze das Channeling immer, wenn es mir zum Beispiel nicht gut geht, wenn ich nicht weiß, was ist der Grund für eine gewisse Krankheit oder wenn ich nicht weiß, wie es in der Zukunft weitergeht. Ich möchte aber das Channeling jetzt nicht mit Wahrsagerei in Verbindung bringen, sondern das Channeling für mich persönlich, also wenn ich es für mich persönlich mache, ist nur ein Zwiegespräch zwischen meiner Seele und mir. Und die Seele würde aber nie mich in meiner Entscheidungsfreiheit beeinflussen, sondern bringt mich vielleicht nur auf andere Ideen, selbstständig andere Entscheidungen zu treffen. Natürlich kannst du auch für andere Menschen channeln. Zu mir in der Praxis kommen viele Menschen, die sich mit einem geliebten, verstorbenen Menschen, ob der Verwandt war oder Freund oder Freundin, ist ganz egal, vielleicht manche Sachen nicht geklärt hat oder wo etwas noch offen ist. Und du kannst dich auch mit diesen verstorbenen Seelen verbinden. Es ist ja auch letztendlich nur ein Informationsfeld. Und diese Arbeit ist so wichtig, damit der Lebende hier nicht mit diesen offenen Fragen weiter durchs Leben geht. Es ist eine wirklich wunderschöne und sehr interessante Arbeit. Wenn du das beruflich anwenden möchtest, zum Beispiel in Verbindung mit einem Energetikergewerbe, ist das natürlich sehr, sehr hilfreich, weil du über dieses Channeling zu Informationen kommst, zu der Seele, die vielleicht der Klient, der vor dir sitzt, so vielleicht noch gar nicht betrachtet hat. Weil wenn sich zum Beispiel eine Krankheit manifestiert hat, dann hat er wirklich massiv in eine Richtung, ist einen falschen Weg gegangen. Und der Körper reagiert über diesen falschen Weg, über Krankheit oder über irgendwelche Einschränkungen. Und er geht aber immer wieder denselben Weg und sitzt dann vor dir und
du kommst eigentlich so nicht weiter, weil er nur diese Informationen weitergibt, die wieder in dieselbe Richtung führen. Also ist es oft sinnvoll, als Energetiker auch, sich als Medium sozusagen zur Verfügung zu stellen, um dann den nötigen Hinweis von der Seele, von den Klienten zu bekommen, um die richtigen Schritte in die richtige Richtung zu setzen. Und das erwartet dich in diesen 3 Tagen, in diesem Seminar. Und lass dich einfach drauf ein. Es hat wirklich nichts mit Humbug oder Wahrsagerei oder sonst irgendwas zu tun, weil jeder ist ein Medium, jeder ist ein Channel-Medium. Der eine hat es ausgeprägter als der andere. Der eine, der hat das vielleicht einfach noch nie damit was zu tun gehabt. Das ist dasselbe wie, es gibt vielleicht irgendwo in Afrika einen, der wäre ein super Skifahrer, ja? Der hat aber nicht die Möglichkeit, das auszuprobieren, wenn er noch nie auf den Skiern gestanden ist. Übrigens, das Channeling-Seminar ist eines unserer Fernstudienreihen, neben zum Beispiel Quantenheilung, der großen Heilerausbildung, die geht über 28 Tage, die haben wir auch aufgenommen. Dann haben wir noch Aura-Reading und die Energetika-Ausbildung. Und ich würde mich freuen, dich als unseren neuen Fernstudenten zu begrüßen.